Hallo zusammen. Ja, ich habe mir vorweihnachtliche Wünsche erfüllt. Ich habe mir so ein Insta 360 Link geholt, so klein, beim Auspacken gedacht, naja, ob das kleine Ding was kann. Und bin echt am Staunen zu wegen, dass ich jetzt hier mal, egal was ich tue, einfach mal hier rumrennen kann und das Ding verfolgt mich einfach. Und das war noch ein fantastischer Auflösung. Mal gucken, wie weit er noch kommt. Jetzt kann man hier hinten meinen 3D-Drucker sehen. Hier meine nicht ausgefallene Bastelecke. Vielleicht eventuell hier noch was zeigen. Kommt er so weit rüber mit deinem Schwenk? Jawohl, kommt er. Ne, dass ich hier quasi noch jede Menge von meinem Bastelkram drin habe. Da hinten habe ich auch noch jede Menge Zeug rumliegen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch eigentlich ein Thema vorstellen. Und das verbinde ich jetzt hier mit. Und dementsprechend mal ganz kurz als Intro. Es geht heute um einen ESP32 Cam, an dem ich einen Infrarot-Bewegungsmelder angeklemmt habe. Und naja, wie man schon ahnen kann, sobald sich das bewegt, macht er ein Foto. Soweit, so gut. Das Ding soll aber dann per WLAN quasi an einen E-Mail-Account geschickt werden, so dass man also so eine Art Fotofalle hat mit automatisches Senden von Fotos. Und damit das Intro auch jetzt sauber abgeschlossen wird, klicke ich mal was Neues an, so wegen. So, das kann ich normalerweise eigentlich hier rumgehen. Und theoretischerweise kann ich jetzt zeigen, guck mal hier, wenn ich das Ganze nachher dann fertig gebaut habe, so wegen, habe ich das Ganze auch noch in einen kleinen Gehäuse reingesetzt, habe das noch verkabelt, so wegen. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt sehen kann. Jawohl, kann man sehen. Und dann soll das Ganze quasi eigentlich irgendwie so zum Laufen kommen. Und wie ich das gebaut habe und gebastelt habe, nach dem Intro. Für die, die es noch nicht kennen, so ein ESP32 Cam hatte ich ja schon das ein oder andere Video gemacht. Das Ganze ist tatsächlich ein klitzekleines Board, auf dem ein ESP32 Mikrocontroller drauf ist, der zusätzlich ein paar Pinne verwendet hat, um halt eine solche Cam mit aufzunehmen. On board ist auch quasi ein SD-Kartenreader, der also es ermöglicht, naja, die Bilder lokal zu speichern. Wir können aber auch, wie schon in der Vergangenheit gezeigt, tatsächlich so eine Art Gesichtserkennung damit durchführen. Man kann es als Webcam laufen lassen, aber das ist nicht das heutige Thema. Unser heutiges Thema ist sozusagen, wie ich das Ding verwenden kann, indem er einfach temporär Bilder aufnimmt, die wiederum dann per WLAN das Ganze per Mail verschickt und das Ganze danach das Foto löscht. Das heißt, mit anderen Worten, er kann also dadurch eigentlich recht lange in Betrieb gehalten werden. Also es läuft nicht voll, das Ding. Und wie ich das quasi umgesetzt habe, will ich jetzt noch mal gleich beim softwaretechnischen Teil zeigen. Für die, die es noch nicht kennen, wir haben in der Vergangenheit hier, weil wir ja keinen USB-Anschluss haben, dort noch einen FTDI angeklemmt, so wegen, dass die Anbindung an das Modul ermöglichte, um halt die geschriebene Firmware hier drauf zu bekommen, also den Sketch abzuladen. Und da gibt es jetzt seit etwas über ein Jahr diese Adapter, die also das ermöglichen, wenn man die also so zusammensteckt, dass man letztendlich dann das Ganze nicht nur jetzt mit dem Sketch-Upload sozusagen einmal erleichtert wird, sondern auch tatsächlich eine Stromversorgung für die, die es letztendlich jetzt nicht unbedingt mit Löten haben, sondern einfach mal anstecken wollen, aus dem Betrieb nehmen. Was auch sehr Vorteil ist bei dem Adapter, dass man also nicht mehr beim Uploaden eine Brücke bilden musste. Das musste man nämlich, wenn man das Ding allein draufsetzte, musste man hier den Pin 0 einmal kurz schließen, also mit Ground verbinden, um halt quasi was abzuladen. Das entfällt jetzt bei dem Teil. Das heißt, ich brauche es wirklich nur noch einmal aufstecken, einmal anstecken und ich kann quasi, sobald ich mit dem Sketch fertig bin, auf Upload drücken, um halt letztendlich dann auf das Gerät die Software zu bekommen. Um das Ganze jetzt miteinander zu verbinden, musste ich im Grunde genommen hier an drei dieser
Möglichkeit drangehen. Dieser Bewegungsmelder läuft mit, ich glaube, 4, 4,5 Volt und höher. Also ich muss da mindestens 5 Volt einmal hier anzapfen, damit ich letztendlich das Ding zum Laufen bekomme. Der ESP32 hat hier oben einen Anschluss, der ihn diese 5 Volt bereitstellt. Aber aufgepasst, alle anderen Pinne können maximal mit 3,3 Volt Eingangsspannung sich vertragen. Dementsprechend habe ich erstmal kontrolliert, ob das Signal, was letztendlich nachher von diesem Bewegungsmelder zurückkommt, tatsächlich auch nur 3,3 Volt abgibt. Und das kann man machen, indem man hier, sagen wir mal, auf den, ich habe glaube ich den Pin 12 genommen, angeklemmt hat und das Ganze noch mit Ground verbunden. Und dann konnte ich sozusagen jetzt einmal den Bewegungsmelder dazu verwenden, dass wenn er also Bewegung erfasst, dass er einfach nur hier an den braunen Kabel einfach das Signal abgibt, hey, da ist was passiert, das löst also sozusagen hier was aus, das wenn wir gleich softwaretechnisch abgreifen wollen und dann schießt er halt ein Foto. Wer diese Bewegungsmelder noch nicht kennt, die haben hier noch zwei Einstellmöglichkeiten. Einmal ist es die Zeitdauer, wie lange quasi das Signal aufrechterhalten wird. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel im Treppenflur einmal Licht damit ein- und ausschalten möchte, wegen, dann hält er sozusagen eine bestimmte Zeit lang dieses Signal aufrecht. Dementsprechend kann das sich dann länger leuchten. Und es gibt auch noch so eine Art Empfindlichkeitsregler, der dafür da ist, um halt zu schauen, naja, ab wann er denn als eine Bewegung als ja, Signal erfassen soll. Es kann ja sein, dass vielleicht eventuell ein großes Feld abgedeckt wird und dann geht es da sehen nur ein kleines Kettchen durch, dass er da nicht direkt anspringen sollte. Kann jeder für sich dann einmal so einstellen, wie er es braucht. Was den Sketch anbetrifft, habe ich von den vielen fleißigen Makern da draußen nochmal auf diesem Wege danke dafür. Viele gute Teile zusammengebracht und hoffentlich auch gut betitelt, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, wofür das eine oder andere halt funktionell einmal gesetzt war. Die Leitmodelliste oben, damit hatte ich eigentlich angefangen mit der ESP-Mail Client, weil der wunderbar die Voraussetzung schaffte, wie ich von einem ESP über SMTP eine Mail verschicken kann, vor allen Dingen mit Anhang. Die setzt natürlich voraus, dass ich natürlich Wi-Fi habe, damit ich rauskomme aus dem Netz. Ich brauche ein Filesystem, um zumindest temporär die Fotos ablegen zu können. Und oben die ESP-Libraries, habe ich in der Vergangenheit schon gezeigt, waren ja auch wichtig, damit ich die Fotos auch schießen kann. Die Möglichkeiten, um rauszukommen, setzt natürlich voraus, dass ich einmal oder dass ihr, wenn ihr das nachbauen wollt, einmal natürlich von euren Access Point hier die SSID eintragt und auch das passende Passwort. Das Ganze muss natürlich dann auch, um es verschickt werden zu können, einmal per Mail einen, naja, eine Mail-Provider von euch sozusagen einmal eingerichtet werden. Achtet darauf, das war hier die Port-Adresse von dem SMTP-Dienst benötigen. Also einmal, wenn ihr euch unsicher seid, einmal den SMTP googeln oder was weiß ich, bei Yahoo schauen oder MetaGear oder was es sonst alles gibt. Ich habe mal drei Sachen mal ausprobiert. Einmal für Google Mail, einmal für die Outlook Microsoft Mail und einmal web.de. Schön war, dass die 587 einmal für Google Mail und für web.de gleich war. Google Mail selber hat die 465. Andere bitte dann einfach mal nachschauen, gegebenenfalls dann hier anpassen. Was auf jeden Fall jetzt hier unten wichtig war, ist einmal hier die ESP32 CAM-Version einzugeben, denn jede Version hat eine andere Bezeichnung und dementsprechend auch ganz unterschiedliche Pinne, die die Onboard verwenden. Dementsprechend, wenn es also jetzt nicht dieses AI-Thinker-Modell ist, einfach mal schauen. In der Vergangenheit habe ich aber auch gezeigt, so wegen, dass es da eine Gesamtliste gab. Da habe ich jetzt einfach mir einfach gemacht, dass mir jetzt nur speziell für dieses Modell das reinkopiert. Ansonsten sagt er, das Ganze passt nicht und dann muss es halt angepasst werden.
Die nächste Zeile ist dafür da, dass wenn das Ganze per SMTP verschickt wurde, eine Statusrückmeldung bekommt, die dann ausgelesen wird, um zu sehen, ob es geklappt oder nicht geklappt hat, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Dann ist hier einfach nur klar und deutlich angezeigt, wie halt das Foto benannt wird, mit welcher Endung es konvertiert wird und wo es abgelegt wird. Hier ist eine Zeile, die dafür da ist, um zu sagen, wo kommt der Datenpin von dem Bewegungssensor dran, wie schon gezeigt an Pin 12, und dann geht die eigentliche Setup los. In der Setup steht, dass also dann dieser Datenpin einmal am Pin 12 ein Input, also damit sozusagen der Mikrocontroller etwas ausliest, erhält. Der serielle Monitor kann später ausgenommen werden. Er dient jetzt für den Anfang einfach nur dafür da, wie immer ein bisschen mehr Kontrolle zu haben, ob alles klappt und ob irgendwelche Probleme auflaufen. Später bei Inbetriebnahme kann man das Ganze hier rausschmeißen, damit es ein bisschen schlanker wird. Dann kommt auch schon das Ganze hier mit dem Wi-Fi. Ist letztendlich ein Verbindungsaufbau erfolgreich stattgefunden, gibt er mir hier die IP-Adresse dann in dem seriellen Monitor aus, und das Ganze wird dann einmal für den Filesystem vorbereitet, damit quasi gleich einmal ein Foto abgelegt werden kann, das jetzt in den nächsten Zeilen vorbereitet wird, weil es hier an verschiedenen Pinnen verschiedene Funktionen dranhängen. Ist das Ganze erfolgreich abgeschlossen, nimmt er sozusagen das Foto auf, hat das nicht geklappt, auch das würde dann im seriellen Monitor angezeigt. So, bevor jetzt eigentlich der eigentliche Loop mal kurz angeschaut wird, mal kurz die zwei dort befindlichen Funktionen einfach mal etwas näher betrachten. Es gibt also hier einen recht großen Teil, der dafür Sorge trägt, Fotos aufzunehmen. Ich habe das von einer Seite übernommen, der vorgeschlagen hat, die ersten drei Bilder wegzuschmeißen. Tatsächlich hat es Probleme gegeben mit dem Weißabgleich, dass so meistens erst der dritte, das vierte Bild brauchbar war. Dementsprechend nimmt er erst hier bei mir das vierte Bild auf und dementsprechend legt er es dann einmal als JPEG ab, hat er das Ganze sozusagen erfolgreich abgeschlossen, gibt es auch hier jetzt in den seriellen Monitor einmal eine Rückmeldung, und wenn er das später sauber verschickt hat, dann löscht er das Ganze auch aus dem Puffer. Das eigentliche Senden ist nochmal als separate Funktion hier drin, also tatsächlich gibt es also hier, wie vorhin gesagt, oben eine Möglichkeit, das Ganze auszulesen, ob es soweit geklappt oder nicht geklappt hat. Ist das Ganze dann soweit, dass er einmal den SMTP-Server versuchen möchte zu erreichen, muss vorher noch einmal ein Zeitabgleich stattfinden, damit man also auch tatsächlich hier weiß, aus welcher Region man das Ganze abschickt. Bei mir ist es jetzt so eingestellt, dass das Ganze hier nach mitteleuropäischer Zeit einmal abgerufen wird. Dann nimmt der Verbindungsaufbau zum SMTP-Server auf. Das Ganze wird sozusagen einmal geprüft, ob er bereit ist, das Ganze dann zu empfangen, vor allen Dingen auch mit Anhang. Und dann werden halt so Sachen ausgefüllt, so wegen wie letztendlich das Ganze per Mail übertragen wird. Bei mir habe ich es einfach mal, weil ich gedacht hatte, ich nehme dann einfach so ein kleines Vogelhäuschen, sollte dann quasi im Sendername einmal hier das Vogelhaus stehen. Ich habe auch später dann überlegt, wegen man kann auch da vielleicht eventuell das, was ich eintragen, es gehört ja quasi immer dasselbe übertragen. Also da bitte lasst eure Fantasie freien Lauf. Das Ganze muss natürlich dann einmal betitelt werden vom Namen her. Wenn das Ganze sauber übertragen worden ist, gibt es also tatsächlich auch da nochmal ein Final oder ein Successful Send. Und dann sieht man auch gleich wunderbar, wie er dann Prozent für Prozent das Bild sendet. Das ist tatsächlich auch im seriellen Monitor dann schön anzusehen. Abschließend können wir jetzt einfach mal uns jetzt den dazugehörigen Loop jetzt mal anschauen. Der Loop ist tatsächlich eigentlich recht simpel gehalten, weil da ich ja an Pin 12 einfach auf ein Signal warte, das also ein 3,3 Volt Signal gibt, erwarte ich dort einfach nur einen Status, der dann auf High geht, liest also dann Digital Read diesen Wert aus, tut er den in diese Variable hineinschreiben und hier
wird dann, also ist dieser Wert high, dann löst er sozusagen einmal die gerade eben beschriebenen Funktionen aus, schreibt noch im seriellen Monitor hinein, dass das Ganze einmal eine Bewegung erkannt worden ist, also dass quasi dort etwas passiert ist. Und dann habe ich den jetzt in meinem Fall auf 30 Sekunden Wartezeit geschickt, damit er also mir nicht andauernd permanent irgendwelche Mails verschickt, weil ich ja dann, wenn einmal Bewegung da war, das dauert etwas länger, dauert bis etwas dann weg ist. Aber wie schon gesagt, das muss man je nach Situation dann selbst einstellen. Ist keine Bewegung erkannt, dann wiederum zeigt er das also beim Testen auch einmal im seriellen Monitor an und wartet dann aber lediglich eine Sekunde. Auch das wiederum ist anpassbar und das Ganze wird jetzt an sich einfach mal auf den ESP hochgeladen. Was die Verdrahtung anbetrifft, ist das natürlich jetzt nur für Vorführzwecke gewesen. Dadurch, dass man ja jetzt hier keine Möglichkeit hat, dann das Ganze mit Strom zu versorgen und da es mir auch recht bequem machen möchte, habe ich es einfach so gemacht, dass ich das Ganze jetzt hier einfach direkt an diesen Adapter angelötet habe. Und zwar die 5 Volt, den Ground und den Datenpin an den Pin 12 und habe dann letztendlich das Ganze so jetzt erstmal, natürlich ohne Gehäuse, da habe ich mir später gedrückt gehabt, deswegen dann einmal angeklemmt an die IDE-Entwicklungsumgebung, um das Ganze jetzt hochzuladen. So, bevor wir es hochladen, noch einmal ganz kurz vollständigkeitshalber, was vorab erledigt werden muss. Einmal muss der Mikrocontroller eingetragen werden und den dazu angeschlossenen Anschluss. Dann habe ich ja hier oben einiges an Libraries drin zu wegen und auch das Board selber muss der Entwicklungsumgebung bekannt sein. Also hier oben bei Boardverwaltung muss auf jeden Fall ESP32 von Expressive auf jeden Fall installiert sein und hier die ein oder anderen Libraries, die hier drin sind, so wegen hier eine Etage tiefer bei Libraries sozusagen hier oben eintragen und dann so suchen, dass die letztendlich dann hier einmal vorab installiert worden ist und dann einfach hierbei überprüfen, das Ganze jetzt hochladen und sofern kein Fehler kommt, dann hier einfach auf Hochladen drücken und dann würde er dementsprechend, wenn jetzt hier die richtigen Einträge drin wären, das Ganze dann auch gleich starten und man könnte schauen, ob es funktioniert. Jetzt habe ich im Grunde genommen natürlich gleich, wenn ich das vorführe, die richtigen Werte von mir jetzt eingetragen und dementsprechend habe ich dann auf Hochladen gedrückt. Wie schon gesagt, man muss beim Hochladen jetzt beim ESP32CAM nicht dafür Sorge tragen, dass er für den Upload vorbereitet wird, sondern durch den Adapter macht das jetzt automatisch. So, wenn das Ganze jetzt richtig hochgeladen worden ist, dann müsste eigentlich das Ganze ordentlich melden. Und zwar, der Verbindungsaufbau hat bei mir stattgefunden. Und jetzt wartet er natürlich darauf, von wegen, dass jetzt irgendwas an diesem Pin 12 passiert. Und das wollen wir jetzt einfach mal probieren. Ich will den erstmal aufklappen. Dementsprechend habe ich jetzt hier eine Bewegung. Und da sieht man schon, er hat eine Bewegung erkannt. Und dann fängt er an, dieses Foto jetzt einmal an den SMTP-Server schicken zu wollen. Und vorher muss er jetzt eigentlich noch die Zeit abgleichen. Das macht er jetzt über den NTP-Server-Dienst. Der ist witzigerweise immer etwas langsamer, der braucht immer einen Augenblick. Und dann findet quasi der Handshake mit dem SMTP-Server statt und da hat man gesehen, wie er das Ganze jetzt hochgeladen hat. Und das war schon die ganze Zauberkunst. So, zum Schluss machen wir jetzt noch einen abschließenden Test. Also, das Ding zeigt jetzt in meine Richtung. Ich muss jetzt parallel mal gucken auf den Monitor und das Motto, wenn ich mich nicht bewege, habe ich keine Bewegung erkannt. Aber allein das Sprechen reicht wohl schon aus, dass er hier auslöst. Und in dem Augenblick tut er das Ganze jetzt abschicken. Das heißt, jetzt müsste ein wirklich wunderbares, schönes Foto von mir hier ankommen. Und dann wollen wir mal schauen, was er hier zeigt. Naja.
Schön ist was anderes, aber ich habe ja nicht gesagt, dass diese Lösung schöne Fotos schießt, sondern sie soll ja das fotografieren, was in dem Augenblick, wenn eine Bewegung erkennt, vorläuft. Ich denke mal, damit habe ich gezeigt, dass diese Lösung soweit funktioniert. Falls dieses Jahr auf irgendeine Art und Weise jetzt nicht mehr gesehen werden, gehört wird und als wir uns nicht mehr begegnen, wünsche ich auf jeden Fall schöne Feiertage. Es hat diesmal besonders viel Spaß gemacht, dieses Video zu machen, so wegen diese Kamera, die ist echt knaller, so wegen, also hier nochmal zeigen, wie man einfach davon wegfliegen kann und trotzdem nachfolgt. Also das ist schon ein tolles Teil. Nichtsdestotrotz, schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund und wie immer, viel Spaß, ciao.